so undankbar. Ich werde dich stechen lassen, so wie mein Regenbogen scharf dazu auf dem Unterarm. Wenn ich mit dir spazieren am Altschauerberg, eine Freiheit, die du als ein Fettsack nicht hast. Hier auch eine gute Frage. Hast du Angst vor einem Suizid in Klammern Lat? Also, ja, würdest ja. du dich dafür verantwortlich fühlen? Also ich muss sagen, sowas ist schon heftig. Also so Real Talk-mäßig, ich habe schon Selbstmorde sozusagen erlebt und ich muss sagen, da, also es wäre mir sogar beim Lord zu hart. Also wenn Leute irgendwie sagen, sie würden das feiern, dann muss ich sagen, kommt mal klar. Also ich teile die Meinung von denen nicht. Muskelbrain, aber ich klicke den Link jetzt nicht an. Hallo, aber ist ja mir jetzt wirklich ein Wake-Off-Account erstellt. Nice, Liebe. Nee, ich glaube aber, so traurig es ist, auch Real Talk, die Leute würden aber dich dafür verantwortlich machen. Ne? Ja, natürlich, auf alle Fälle. Ja. Ja, okay. Dann würde ich mich umbringen. Nee, Schatz. Keine Ahnung, also ich muss sagen. Also ich bin der Meinung, jeder, der in diesem Game dabei ist, sozusagen in diesem Hater-Game, nimmt es im Endeffekt in einem gewissen Maße in Kauf. Also, das kann mir niemand erzählen. Und wenn es auch nur irgendein Hate-Tweet ist, sozusagen, bei einer labilen Person, also ich finde, der Drachenlord ist auf jeden Fall einer, der mal ausrasten kann, der halt einfach unkalkulierbare Dinge macht. Theoretisch muss man sagen, jeder, der im Drachengame dabei ist, nimmt es in Kauf, sozusagen. Also, entweder konsumiert man nicht mal den Hate sozusagen oder konsumiert ihn vielleicht nur, aber selbst das ist für mich irgendwie so, ja, also entweder hält man sich da komplett raus und versucht irgendwie, keine Ahnung, ihm ärztliche Hilfe zu verschaffen, ihm wirklich über Family oder so mal Hilfe zu besorgen, oder man hat sich wirklich, ja, man darf sich einfach dann diese Moral, diese, keine Ahnung, man darf sich dann einfach nicht so als Moralapostel geben dann, weil irgendwie macht man halt dann doch mit. Also ich glaube, heute ist der Tag, wo ich dir am meisten widersprechen muss. Echt? Warum? Ich habe dir ja vorhin schon widersprochen. Also ich, wenn der Drache sich umbringen würde, was ich natürlich niemals hoffe oder wünsche... Und Stopp. Nein, hast du auch nicht. Jeder, der... Also ich meine das so... Jetzt zeige ich mal zum Beispiel bei dir, okay? Ja, ich wollte eben gerade zu mir kommen. Okay, warte, vielleicht lass mal kurz ausgehen. Okay. Wenn Drachenlord sich jetzt, Gott bewahre, umbringen würde, ich würde mich selber zu 0,0% dafür verantwortlich fühlen. Gar kein bisschen. Ja, so, ja, gebe ich dir recht. Weil das ist kein Grund, so, mach dein PC aus, Problem gelöst. So, weißt du, was ich meine? Das ist genauso wie hier, wenn irgendwelche Kinder in Afrika verhungern. Ich find's auch traurig, aber ich bin nicht schuld daran. So, weißt du, was ich meine? Okay, aber dann ist genau das. Die Moralkeule schwingen, aber selber haten, das ist eine ganz andere Baustelle. Dass die nichts verstanden haben, ist klar, aber... Du schickst jetzt, wenn der Drachenlord jetzt einen Tweet raushaut sozusagen und du schreibst, typischer Battlelord, geh dich endlich vergraben, keine Ahnung, okay? Angenommen, du tweetest sowas, ich weiß es nicht, und er bringt sich direkt dann, also angenommen, er würde danach sozusagen Selbstmord begehen, Gott bewahre, da muss ich aber schon sagen, da kannst du mir dann aber nicht erzählen, dass du sagen könntest, ja, da habe ich ja nichts mit zu tun. Was, wenn ich tweete, also es geht sich begraben und dann geht er sich begraben? Beim Drachenlord würde ich sagen, kann alles das letzte Tröpfchen sein, sozusagen, finde ich irgendwie. Aber... An sich glaube ich, er ist nicht der Typ dafür mittlerweile. Ja, egal. Also, weißt du, ich meine, ich rede jetzt nicht davon, dass du dich verantwortlich fühlst, wenn das jetzt passieren würde, sozusagen, aber keine Ahnung. Wenn es aufgrund von mir passieren würde. Oder wie? Ja, also, so nach dem Motto,
egal was du machst, es könnte ja das letzte bisschen sein, sozusagen. Weißt? Ja, aber das ist doch kein Argument. Da könntest du ja sagen, weil wenn du jetzt zu mir sagst, ja, boah, Teddy, du bist voll der Spaß, geh dich begraben und dann gehe ich mich umbringen, so, dann bist du ja schuld, aber so, das ist ja keine rationale, also weißt du, was ich meine, so. Ja, natürlich, aber der Drache ist ja kein... Ja, aber Moment mal. Das ist doch genau das. Deswegen kannst du ja so auch nicht argumentieren, weil so kannst du dann immer sagen. Ja, aber würdest du sagen, Hater können nicht wissen, dass der Drachenlord einen der Meise hat? Verstehe die Argumentation nicht. Ja, klar, ja. Wissen alle, dass Drachenlord einen der Meise hat. Genau. So. Ja, aber guck mal, das hatten wir auch schon. Beim Drachen ist alles schief gelaufen im Leben, was nur schief laufen konnte. Er hat hier, und ich meine, ich habe jetzt Real Life gemeint, dann plus im Internet 1 Million Hater. Und dann kannst du ja wohl nicht davon ausgehen, dass wenn du tweetest, hier geh dich begraben, dass er sich begraben. Ja, also das war jetzt halt bei dir in Bezug, weil ich muss jetzt halt sagen, du lieferst halt leider eigentlich momentan überhaupt gar nichts. Aber ich sage jetzt mal als Beispiel, keine Ahnung, jetzt hat auch letztens zum Beispiel wieder, haben wieder ein paar Drachenlord besucht und haben, keine Ahnung, im, ach, was weiß ich. Ja, ich verstehe, was du meinst. Okay. Also jeder, der quasi einen Weihnachtssong zum Beispiel beiträgt und vielleicht irgendeine sicke Line verwendet, und kann mir niemand sagen sozusagen, dass er nicht auch mal ernsthaft darüber nachgedacht hat, dass das vielleicht dem wirklich zu stark zusetzt, als Beispiel. Weil ich finde halt, der Drachen ist schon ein cranker Typ sozusagen, also keine Ahnung. Ja, ich glaube, die Diskussion ist unnötig, da der Drache viel zu arrogant und selbstverliebt ist, um sich umzubringen. Der Drache hält sich doch für den besten Mensch der Welt. Der Drache wird sich niemals umbringen. Glaub mir, noch 5 Erdbärchen-Gates und sonst irgendwas, der wird sich niemals was antun. Also ich denke eigentlich auch nicht. Also, wie gesagt, wir hatten schon mal so Moraldiskussionen und es gab ja auch schon mal... Hat er nicht irgendwann mal auch sowas getwittert oder so? Irgendwas, keine Ahnung. Jedenfalls hat er ja schon oft bewiesen, von wegen, dass er irgendwie, immer wenn man Mitleid mit ihm hat, dann im nächsten Tag einem wieder eins in die Fresse gibt. Also, naja. Was würde sich in deinem Leben verändern, wenn Drachenlord tot wäre? Ich denke, ich würde... Ja, keine Ahnung, was würde sich verändern? Puh, jetzt mal Real Talk. Ich würde wahrscheinlich weniger mit euch Assis abhängen, sozusagen. Aber an sich würde sich nicht viel verändern. Ich würde halt nicht mehr nach Imskirchen fahren und so weiter. Aber, also der Drachenlord hat gefühlt auf mein Leben keinen großen Impact. Keine Ahnung. Also... um ehrlich zu sein, ich konsumiere sehr viel andere Trash-Videos und denke mir manchmal nach dem Drachenlord. Nein, also so denke ich eh nicht, aber denke mir halt manchmal, hätte es den Drachenlord nicht gegeben, wäre vielleicht dieser Typ der nächste Lachschunster. Keine Ahnung. Schaf würde wieder pokern. Nein, Poker ist tot. Alles rigged. Die haben da bestimmt irgendwelche Bots laufen und zocken uns Small Stakes Grinder ab. Ja, Sportwetten ist das neue Poker. Ich habe letzte Woche 2 gute Scheine gewonnen. Alle ohne Spaß. Mein Hoffenheim gewinnt DFB-Pokal und Hoffenheim gewinnt Bundesliga. Sind beide, glaube ich, schon... Also... DFB-Pokal ist sowieso und Bundesliga wird auch sehr unwahrscheinlich. Ja, genau. Ich hoffe, das ist gerade ein Scherz. Nee. Bin da immer dabei bei sowas. Ja, warum sagst du nicht vorher? Ich hätte auch mit dir gewettet, um Hoffenheim wird Meister oder DFB-Pokalsieger. Ja, wahrscheinlich hättest du mir sogar eine bessere Quote gegeben als so manche Anbieter. Ich hätte dir jede Quote gegeben, die du willst. Du hättest dir eine Quote frei aussuchen können. Beteiligung jetzt, na Schafe, da lügst du aber, es hat schon einen gewissen Eindeutig bei der Zeit. Ja, natürlich, aber also der Drachenlord nimmt mir ja nicht sozusagen im Real Life, ah doch, ein bisschen vielleicht, aber angenommen, jetzt mal Real Talk, ich würde jetzt
einen Drachenlord nicht kenne, würde ich halt einfach am Tag 2 bis 3 Dota-Games mehr zocken. Ab und zu wahrscheinlich halt mehr Real Life, weil ich nicht immer Bock habe, auf irgendwas zu zocken, aber an sich würde ich halt trotzdem sozusagen irgendwas machen. Aber es ist jetzt nichts von wegen, dass ich. Also, es ist ein Hobby, es ist quasi kein. Ich vergesse wegen Drachenlord nicht zu essen oder ich vergesse wegen Drachenlord nicht mit realen Menschen zu reden. Versteht ihr? Also, Zeit widmen ist ja klar, aber ihr hängt auch hier im Chat ab und ich denke mir so: What the fuck, habt ihr kein Leben? Ja, ohne Witz. Sucht euch mal eine Freundin.